Ja, hallo Leute des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. Ja, ich habe bei mir reingeguckt, einmal diesen gemacht und Inventar. Und da habe ich was gesehen. Ich wusste gar nicht, dass ich den gekriegt habe. Hier, der Hermesstab. Ist das nicht ein geiles Teil? Attentatsschaden, 20% Giftschaden plus Giftschaden und Wirkung. Und noch Platz für was Schönes. Geil. Habe ich gar nicht gesehen. Ehrlich jetzt. Oh, prickelnd. So. Was habe ich denn? So, jetzt nehmen wir den mal. Oh, herrlich. Ja. So, dann nehmen wir mal die Reparatur in Angriff. Ah, Cassandra, Schrecken der Diebe. Du hast mir Archaikos zurückgebracht, danke. Doch ich muss dich um noch etwas bitten. Ich soll die Lyra reparieren? Scharfsinnig bist du also auch. Sieh, das Holz ist weich, der Körper gesplittert. Sie ist stumpf und tonlos. Ja Wie und? kann man sie noch retten? Kreuzes veranstaltet dieses Fest seit Jahren. Die Stadt wurde ums Fest herum aufgebaut. Und da Instrumente so zerbrechlich wie ein Dichterherz sind, gibt es im Hafen von Kreuzes eine meisterliche Lyrabauerin. Das ist nicht weit weg. Und weil wir nun wissen, dass auf diesen Hügeln nichts sicher ist, brauche ich einen verlässlichen Geleitschutz. Okay. Ich werde dich dorthin begleiten. Die Reise wird sich für dich lohnen. Nun komm, ich bin direkt hinter dir. Jetzt bin ich echt mal Ich gespannt. verbinde sehr schöne Erinnerungen mit diesem Ort. Ich sah, wie der Hafen zu einer Stadt wuchs und ein kleines. Ja. Jetzt wollen wir aber erstmal die Quest verfolgen. Die werde ich, dann werden wir unterwegs garantiert angegriffen, logisch. Da. Treffen unter Freunden zu einem riesigen Fest wurde. Meine wahre Heimat. Okay. Deine wahre Liebe ist eine Lyra und deine Heimat ein Lyrikfest? Wolltest du dich nie irgendwo niederlassen? Oh, süße Unschuld. Mein Leben ist nicht so leicht, wie du es darstellst. Ich bin wie Zephyros. Ich muss frei sein. Das habe ich auf schmerzliche Weise erfahren. Wieso Du schmerzlich? denkst also nur an dich selbst. Was ist der Sinn darin, sein Leben nur für andere zu leben? Dann bist du nichts als ein Sklave, ein treues Tier. Doch du verletzt andere. Hätte ich das traditionelle, heimische Leben geführt, das man von mir erwartet hat, wäre ich längst verdirbt, innerlich gestorben oder ich hätte mich ins Meer gestürzt. Ich weiß, was ich brauche. Warum dann Das Kind Fest in... hier ist wesentlich zwangloser als viele andere, auf denen ich war. Ja, Dionysos beanspruchte unsere Opfergaben an Apollon für sich und entlohnte uns mit Ekstase. Ich kann verstehen, warum es Besucher von nah und fern anlockt. Verstehe mich nicht. Timücha, wo bist du? Wer macht dir so einen verdammten Lärm? Oh, der süße Geruch der See überdeckt fast, wie du stinkst, Timücha. Praxilla, ich sammle schon die ganze Woche Obst, um dich damit zu bewerfen. Ein Kompliment. Ich brauche deine Hilfe bei Archaikos. Eine Idiotin hat sie entführt. Sie braucht einen neuen Hals. Diese Idiotin? Vorsicht, Schätzeken. Ja, komm, nehmen wir das mal lustig. Leider begegneten wir heute schon einigen Idioten. Ich brauchte Unterstützung, um Archaikos zurückzubekommen. Nun leistet sie mir Gesellschaft. Nun gut, gib sie her. Wofür dann Kinder in der Oh, Welt? böse zugerichtet. Du bekommst sie doch wieder hin. Natürlich. Hände wie meine findest du nirgendwo außerhalb Athens. Das Problem ist, dass Archaikos ein besonderer Fall ist. Ich habe Materialien, aber keine, die gut genug für sie wären. Was für Na klar. Materialien brauchst du? Für den Hals habe ich, was ich brauche. Aber die Saiten und die Querstange sind herausgebrochen und durch den Hohlkörper geht ein Riss. Der müsste auch ausgetauscht werden. Wonach genau soll ich suchen? Einige nutzen Knochen für Querstange und Hals, aber nichts eignet sich besser als Holz. Für die Saiten brauchen wir Darm und für den Hohlkörper eine Muschel. Ja, wieso dann Kinder in die Welt setzen, wenn die doch echt... Boah, das ist... Naja. Diese Saiten sehen mir aber nicht nach Darm aus. Doch, doch, er wird eingelegt und dünn gezogen. Du erlegst dich ja gern, legendäre Bestien, um Archaikos zum Singen zu bringen. Was? Gibt es nicht auch Lyrakörper aus Schildkrötenpanzern? An dieser Küste gibt es nicht viele Schildkröten. Eine feste Muschel sollte genügen. Was ist eine Querstange und mit welchem Holz willst du sie austauschen? Auf der Querstange werden alle Seiten der Lyra befestigt.
Richtig, damit sie biegsam ist, brauchen wir elastisches Holz. Da sind wir uns wohl alle einig. Ich bringe die Materialien, um Achaikos zu reparieren. Oha. Sammle Wolfsinnereien. Na toll, Wolfsinnereien. Ist das nicht herrlich schön, dass da Wolfsinnereien... Ja, das ist jetzt schon erledigt, ja. Scheiße. Was ist hier? Von den Athenern stehlen, okay. Wolfsinnereien. Wo soll ich die jetzt herkriegen? Ey, die sind witzig. Ja. Ich hätte nicht sofort... Warte mal, vielleicht sind da doch neue Wölfe. Ist ja gut möglich, dass da neue sind. Ja. Will ich gar nicht abstrahlen. So. Ansonsten habe ich hier ein Problem. Ja. Na, ich sollte nicht... Aha, okay. Innerein. Wölfe sind wilde Tiere. Ich weide sie für Praxella aus. Ah, der hat sich erledigt. Der hat sich erledigt. Da ist er. So. Jetzt muss ich da oben noch. Irgendwo ist hier noch einer. Hoffentlich ist das genug darum für Achaikos Seiten. So. Ist mir wurscht. So, das sammle 3 Muscheln. 177 Meter. Okay. Na, jetzt wird's angezeigt. Was war das denn? Okay. Na gut. Das war nur ein kurzer Abstecher. Ja. Ja, sorry, die Störung da drin. Das ist, ja, ist ein Anruf gekriegt. Ich warte schon lange auf ihn. Aber das sind ja die Leute, ne, die sagen, okay, schnell wie möglich und dann dauerte 3 Stunden. Naja, gut. So, 1. Sammle Weißbirke. Halt! Hey, wir sammeln mal einfach weiter, solange wie ich hier... Nein, alles gut. So, und jetzt 400 und... Wo kommen wir denn her? Oh! Okay. So. Dann mit dem Pferd schön... Schade, dass man dem Pferd nicht seinen eigenen Namen geben kann. Ja, das wäre noch geil gewesen. Hm. Alter! Also jetzt bin ich da leid hier. Jetzt habe ich Sahne gehabt. Aha, okay. Ja, jetzt habe ich echt Sahne gehabt. Boah. Wow. So, hat sie erledigt. Ich habe auch den falschen da drauf, siehst du? Okay. Nützt ja nichts. Das Pferd nützt mir jetzt gar nichts. Nö, überhaupt nichts. Und wie weit das ist. Scheiße. Mal eben schnell dahin. Weißbirke.
So. Jetzt nehmen wir wieder das Pferdchen. Meine Güte, komm her hier, ey. Verfluchte Scheiße. Gerne, sowas macht mich dann sauer, wenn ich esse. Die Leute wissen wirklich, dass ich aufnehme und mir ich da nicht gerne bei gestört werde, aber nein. Also wenn die pünktlich wären, wäre das ja alles kein Problem. Aber nein. Auf keinen Fall. Scheiße ist das. Ja. Jetzt muss ich deswegen wieder. Oh. Okay. Wo denn? So, jetzt bin ich da leid hier. Scheiß Viecher. Zwei. Okay, einen brauche ich noch hier. Das ist genug Holz für eine neue okay. Lyra. Ja. Geht's dir noch gut? Was brüllst du mich denn an, Nasenbär? Halt, hier ist noch mehr Holz. Nehmen wir auch noch mit. Okay. Ach ja. So, komm her. Hier bin ich. Okidoki. Den Mantau. Ich habe alles, was wir brauchen. Sehr gut, dann gib her. Sei vorsichtig damit. Wenn ich mit dir fertig bin, wird sie mich lieber mögen. Du befingerst sie viel zu grob. Die Beschwerde höre ich aber auch zum ersten Mal. Mhm, wahrscheinlich. Da ist sie. Schöner als je zuvor. Das nennst du deine beste Arbeit? Das ist Abzocke. Halt doch dein Maul und quäle die Leute mit deinem Gejaule. Danke für die Hilfe. Hier sind deine Drachmen. Ich brauche jetzt Zeit, um Achaikos einzuspielen. Danach könnte ich allerdings Hilfe gebrauchen. Komm also später gerne mal in mein Zelt. Wenn es sich ergibt, gern. Wahrscheinlich. Na, ist es nicht prickelnd? So, Reparatur der Lyra. Erledigt. So, was haben wir denn da noch? Oh! Hier sollte ich vielleicht nicht lang. Okay. Meine Güte, werde ich die überhaupt nochmal los, die Braut? Und die ist eine zeitlich begrenzte Quest. In der Nähe ist sie hier in der Nähe, oder direkt fast nebenan. Dann werden wir mal dahin. Da. Gut. Ich bräuchte aber... Ja, komm, egal, erstmal. Ja, ich bräuchte eigentlich jetzt mal einen Schmied. Ja. Okay. Na dann. Was liegt denn da an? Okay. Ah. Kann ich dir bei irgendwas zur Hand gehen? Ah, Söldling. Der Rest meiner Tage wird kurz und dunkel sein. Mein Herr schickt mich in den Minen zu arbeiten. Eine scheußliche Arbeit. Ich halte es dort unten nicht lange aus. Ich bin nicht so stark, wie mein Herr glaubt. Ich könnte fliehen, wenn ihm etwas zustieße. Oder vielleicht könnte ich mich mit ein paar Drachmen freikaufen. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme, die du entbehren kannst, hilft.
Na komm. Bitte schön. Gut. Ja, ein Bogen. Klar, aber das hilft mir jetzt nicht wirklich, aber. Aber diese 20.000 EP, die helfen. Die sind gut. Für 50 Drachmen? So, was gibt's? Die Söldnerin kehrt zurück. Mhm. Hast du Zeit, Achaikos und mich zu unserer triumphalen Vorstellung zu begleiten? Och. Das würde ich ungern verpassen wollen. Mhm. Wunderbar. Wieder gemeinsam. Gemeinsam? Aber ich darf doch auf Bezahlung hoffen. Nach meinem Auftritt wird es dir an Drachmen nicht mangeln. Glaub mir. Du hast dein Leben der Kunst verschrieben. Du hast sicher viel zu bieten. Ich schreibe jeden Abend 100 Gedichte und verwerfe 100 von ihnen nach dem Aufstehen. Zum Glück waren ein paar gut genug, um die Menschen zu berühren. Hast du ein Lieblingsgedicht? Es gibt ein Gedicht, das mir besonders am Herzen liegt. Das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht der Sonne. Danach das Strahlen der Sterne und das Antlitz des Mondes. Und auch reife Gurken, Äpfel und Birnen. Klingt schön, aber wir sollten gehen. Mhm. Gurken? Aha. Ja. Oh. Praxillas Vermächtnis. Okay. Ja, dann muss ich das ja jetzt erstmal hier. Halt, da. So. Du sagst, du lässt die Sonne zurück. Warum? Nicht ich, Adonis. Bei seinem Tod wird er gefragt, was das Schönste ist, das er zurücklässt. Für mich gibt es keine größere Schönheit als die Sonne, den Mond und die Sterne. Und Äpfel und Birnen. Warum wird er das gefragt? Adonis verkörpert die Schönheit. Was könnte so schön sein, dass selbst er es nur ungern zurücklässt? Mhm. Na, jetzt bin ich mal gespannt. An Drachmen wird es mir nicht... Verstehe. ...fehlen. Wir scheinen da zu sein. Mhm. Bin ich mal gespannt. Es ist Praxilla! Ich hörte, sie tritt dieses Jahr auf. Praxilla! Schlag uns etwas vor! Ich trage dieses Gedicht schon seit Jahren vor. Cassandra, wärst du so gut, mir den Wunsch zu erfüllen, es von deinen Lippen zu hören? Was? Das kann ich nicht. Unsinn. Du hast alles, was du brauchst, um es vorzutragen. Wie wird dieses Jahr? Moment, das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht der Sonne. Nee, die hat doch gesagt Mond, ne? Das Schönste, das ich zurücklasse, ist das Licht des Mondes. Oh, ist das eine neue Version? Na, falsch. Die Sterne und das Antlitz des Mondes. Danach strahlen die Augen. Danach das Strahlen der Sterne und das Antlitz des Mondes. Ich liebe dieses Gedicht. Und auch reife Gurken. Ja, genau. Und auch reife Gurken, Äpfel und Birnen. Ach, diesen Vers mag ich am meisten. Cassandra, deine Interpretation des Gedichtes hat mich tiefer mit ihm verbunden als je zuvor. Du hast mich nicht genau zitiert, aber die Emotionen waren da. Schön, dass es dir gefallen hat. Okay. Und nun? Was jetzt? Es wäre kein Lyrikfest, wenn nicht jemand käme, der für Ärger sorgen will. Praxilla, bring dich in Sicherheit. Ich erledige das. Okay. Wo denn? So. Wo sind die nächsten? Wow. Okay, die sind erledigt. Wo sind die denn? Ach, der ist das! Nein, nicht er! Jetzt bin ich da leid hier. Nicht er, Mann! So. Hab ich die halbe Bude hier auseinandergenommen, ey. Ist denn sonst noch was?
Nee. Sorry. Hallo? Da sind noch mehr. Okay. Nein! Er! Ist der? Haltet mir den Vogel vom Leib! Tja, und jetzt ist die Geschichte. Ja. Mann, ich kann doch nichts dafür, Mensch. Du Netten. So, jetzt habe ich alles versaut, garantiert. Ja. So, kann ich jetzt da... Alt! Okay, habe ich auch eingesammelt. So, sprich jetzt, sprich mit Marcella, okay. Der Speer ist gar nicht übel. Ah, nicht übel, ehrlich. Wow. Das passiert jedes Jahr. Ein paar Trottel trinken zu viel Wein und stürzen sich dann in den Tod. Ich wusste nicht, dass es auf einem Lyrikfest so lebhaft zugeht. Ich auch nicht. Ich muss mich kurz erholen. Gehen wir zurück zu meinem Zelt. Okay. Erst hin, ich trage ein Gedicht vor und dann wieder zurück. Also kill ein paar und dann wieder zurück. Geiles Fest. Nur, da war kein Schluck Alkohol. Okay, ja, Lyriker. Ach, nun ist doch am Ende alles gut. Moment. Praxilla, es kostete mich viele Jahre der Sinnsuche und unzählige Tränen in der Stille der Nacht. Doch nun stehe ich vor dir. Ich bin Archimedes, dein Sohn. Als ich den Namen des Mannes hörte, der meine Lyra stahl, dachte ich mir schon, dass du es bist. Ich habe davon geträumt, dir so weh zu tun, wie du mir und meinem Vater tausendfach wehgetan hast. Doch ich kannte dich nur als die Mutter, die mich verließ. Nicht als die Künstlerin. Wie Adonis, der das Schönste zurückließ, ließ auch ich beim Tod meines alten Selbst das Wertvollste zurück, was ich besaß. Aber du bist nicht tot. Keiner von euch. Nutzt die Gelegenheit und seht, was ihr gemeinsam aufbauen könnt. Ich danke dir für deine Hilfe. So. Verzierter Bogen, 500 Drachmen. Ich denke, an Drachmen wird es mir nicht fehlen. Naja, 33.000. Oh, das Vermächtnis der Poetin. Na geil. So, Söldner, guck ich mal eben, hat mir das was gebracht? Ne, die sind alle hinter mir. Naja, gut, nächste Quest würde ich sagen, gehen wir mal an, jetzt muss ich aber mal hier, ne, verbessere den Speer, ja, traut es seinem Glück allein, was ist das hier, zwischen den Welten? Makedonien, Skyros, was ist das? Achso, die alte Flamme, Arkadien, Wald von Sauron in Arkadien. Wer hat die nicht irgendwas gesagt? Elis, halt. Was ist hier? Alponus, Feld der Alponus in den weißen Kristallen, Lokris, richtig, Lokris. Anwerbekam, ja klar, ein brutales Geschäft, Attika. Ah! Plö
plündere die Truhe. Ja. Ja, Freunde. Es ist mal wieder soweit und Sisse, Ikarus weiß auch Bescheid. Also, ihr wisst auch Bescheid, ne? Lasst einen Daumen nach oben da. Wenigstens eins von den dreien. Daumen nach oben oder eine Nachricht oder abonnieren. Mehr brauche ich nicht. So, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.